Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous und einer neuen Folge Creativeverse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, hier sieht es jetzt schon mal recht gut aus. Ich habe das Ganze mal hier drüben hingesetzt auch. Passt ganz gut. Und hier oben habe ich mir vielleicht überlegt. Oh, der eine Stein gehört da nicht hin. Ein bisschen Glas reinzubauen. Ist vielleicht auch nicht so schlecht, die Idee. Glas habe ich unten, glaube ich, noch ohne Ende rumschwirren. Gucken wir gleich mal. Also bleibt dran. Also ich meine so farbiges Glas, ne? Das müsste ich hier haben. Ich habe ja auch noch die Winterdinger da. Aber ich habe ja hier auch noch kein farbiges Glas. Warum habe ich kein farbiges Glas? Willst du mich verarschen? Ich dachte, ich hätte farbiges Glas noch weiter. Außer das hier, das ist jetzt hier so Winterstyle. Weiß. Das Rote vielleicht auch nicht so verkehrt ist. Können wir doch mal benutzen, oder? Wo wir schon mal haben. Gucken einfach mal, wie es wirkt. Reinkommst ist schon krass. Also blau und roter Kontrast auf jeden Fall. Das muss man dementsprechend ja auch dahinter setzen eigentlich. Also rein theoretisch, warte mal, brauche ich sowieso hier diesen zweiten Weg. Ohne den wird das nichts. So. Der Position ein bisschen dämlich. Ich lasse mal so, warum auch nicht? Ich kann's ja. Nee, der ist dann zu doof. Lass mal so. Müssen wir erstmal gucken. Ich bewege die Maus gar nicht. Bin ich wieder da, wo ich angefangen habe. So, da wollte ich hin. Wir haben hier zwei. Jetzt gleich mal genauer alles an. Müssen wir hier reinkommen. So, so, so. Ich glaube, es ist aber besser als das hier. Was sagen wir denn? Rot passt halt aber leider überhaupt nicht. Ich glaube, ich mache das gleich jetzt einfach nur mit dem Blauen. Gut, so haben wir es denn. Und wegkommen muss es hier eh. Ich muss also unbedingt mal ein Zimmerchen schaffen, ne? Wo ich mal übernächtigen kann, statt da draußen. Ich hab keinen Platz. Pilze wahrscheinlich. So. Ich habe mal den. Bisschen farbenfroher.
und leuchtet von alleine halt auch schön. So. So. Jetzt können wir hier nämlich noch das hier zumachen. Auch noch so ein Ding, was fehlte. Ist das geschlossen? Das ist mal weiter nach hinten gerutscht hier. Ja, ich glaube, so kann man es machen. Ich glaube, das geht so. Okay. Hier aber nochmal schauen, was ich jetzt hier anders gemacht habe. Ich glaube, hier hatte ich einen mehr. Und hier einen mehr. So, das wird schon mal ein Spaß, wenn das hier soweit steht. Bin ich auch schon mal glücklich drüber. Der richtige, ne? Ja, wunderbar. So. Das alles dicht, passt. Okay, jetzt hier nochmal. Ich glaube, das reicht nicht. So. Schon mal ein Drittel auf jeden Fall zu. Oh, doch, ich glaube, doch, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich werde das hier von innen aber beleuchten. Sieht man anders, so. Hier mal eine Funzel hin. Ich eine etwas kräftigere. Auf jeden Fall auch immer schön hell ist. Ah, guck mal doch, das. Oh, yes. Yes, Baby. Yes, yes, yes. Dann passt das hier auch gut. So, oh, gefällt mir ein schöner Gang, den wir hier gezaubert haben. Die Treppen fügen sich gut ein. Das hier sieht ganz vernünftig aus. Das werde ich dann hier, muss ich gucken, wahrscheinlich auch mit Treppen denn die ganze Zeit durchführen. Und dann ab hier oben, wo dann hier die Gänge wieder zusammenkommen, werden wir uns dann was anderes überlegen. Damit wir es nicht durchgehend machen müssen hier, das ist nämlich ganz schön teuer. Ne? Auch wenn es gut aussieht. Ja, nächster Schritt ist dieser hier. Was ist denn hier für ein Mist verzapft? Natürlich die Treppe wieder. So. Also. Ein theoretisch wollte ich mir hier so eine Kuppel reinzimmern lassen. Reinzimmern, selber reinzimmern. Die Frage ist jetzt wiederum nur wie. Also rein theoretisch geht der ja durch. Ich mach das jetzt mal hier.
die Art. Halt ein weiter hinten quasi das Ganze. Zwei weiter hinten. So. Ja, irgendwie schief. So, der ist halt ein bisschen länger hier. So. Ja, jetzt habe ich die natürlich eine ganze Etage tiefer hier mit seinem. Sieht irgendwie komisch aus. Ich glaube, das könnten wir gar nicht groß anders machen. Also gucken. Wir müssen einfach gucken, wie es am Ende aussieht. Weg. Kommen wir sonst nicht mehr hoch. Hier nochmal einen runter gehe. Einfach aus Prinzip, weil wir es können. Landen ist ja möglich. Zack. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. Gehen wir jetzt auch nochmal gekonnten Kreis rein, das ist die Frage. Theoretisch könnte ich ja den hier auch als Anhaltspunkt nehmen. Das machen wir es mal anders. So, 1. Okay, da müssen wir hin. So. Das ist ein ziemlich ovaler Kreis. Probieren wir es mal so. Also hier hätte ich 3. Da hätte ich 3. Wenn ich eine Ecke, dann passt das nicht. Ich muss noch weiter zurück, meine Güte.
So würde ein Schuh draus werden. Probieren wir es doch mal. So. Nee. Grundsätzlich ja. Vom Umfang her. Der Rest passt noch nicht ganz. So geht. Ich mach's mir, glaube ich, viel zu kompliziert, aber egal. Ja, ich hab dich gehört. So, hier ist nämlich auch schon Feierabend. Also hell genug ist hier. Wo kommst du denn her? Also. Nervenstoff wird's nicht. Bei meiner Kreativität. Gar nicht gut aus, so. Warum? Ich will doch nur hier die Ecke haben. So. Bis dahin. Hört ein Spaß noch an der Ecke, aber grundsätzlich wäre das dann so. Na, ich da hole nämlich den Kringel. Ich glaube, das passt ganz gut. Jetzt natürlich dann den entsprechenden Umbruch zu schaffen, wird wieder ein bisschen interessanter. So, nee, dahin. Hier nochmal so einer hin. In dem Fall mal so. Sollte aber machbar sein.
Zack. Zack. Und hier machen wir einfach so eine eckige Ecke-Treppe rein. Dann passt das schon. Komplizierter ist es eher jetzt hier an der Position. Dass wir das hier gut hinkriegen. Hier brauchen wir auch wieder viele Ecken. Aber es bringt jetzt nichts, hier weiter zu debattieren, wenn das nicht passt. Die Folge ist auch um. Ist ganz interessant, was der ganze Ansatz. Ich denke, wir kriegen hier noch was richtig Schönes zusammen. Deswegen auf jeden Fall nächste Folge wieder einschalten. Ich sage danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.